Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro IP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xilla. Wir sind immer noch in der Zenitra und... Celebrity, please. My natural grace and talent need no such qualifiers. Natürlich. Und ja, Rahmenschmerz mir dann geil. Wir sind doch gerade erst... Leute. Mann. Ja. Okay, wir sind immer noch hier. Auf der Suche nach den Geistern, nach der Lanze. Und. Plot. Au. So. Kannst du nicht irgendwie die Gegner binden? Ich dachte, wenn die in der Luft sind, werden die automatisch gebunden. Zack. Aber anscheinend nicht. Au. Verdammt. Wollte ich gar nicht einsetzen, Mann. Ah. Ich habe irgendwie nicht hier immer hier so, guck, man kann auch so Kombo-Titel bekommen. Ich weiß aber nicht, wie man die bekommen soll. Irgendwie sind voll schwer hier Kombos zu machen in dem Spiel. Ich kann die ganze Zeit das einsetzen. Kawaii! Und level up. Schön. Dreimal leveln. Was haben wir denn? Geschicklichkeit. Beweglichkeit, Vitalität, all das langweilige Zeug, Stärke, Intelligenz, ja. Intelligenz, KP wären auch nicht schlecht. Und TP, oder? Ja, TP. Grenzfieber. In der Grenzüberschreitung werden keine TP verbraucht. Geil. Ich wollte verbraucht, ne? Okay. Das wollte ich haben, danke. Und nichts anderes. Okay, das Level Up wollte ich auch haben, aber naja, der Gegner muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich werde, Mann! Gibt's doch nicht. Und zack. Und Endra 3. Ja, Final Fury. Stimmt ja. Den. Okay, ist gut. Mila, komm. Mila! Einmal heilen. Au. Mein Gott, wie viel Schaden die machen. Mila. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo du dauernd verreckt bist. Dass diese nicht wieder erscheinen. Au. Alle, ja, ich muss gucken auf die Partner. Au. Ah. Zack. Luftfeuer. Bam. Und zack. Au. Mann. Ja. Das fasst irgendwie den Kampf so zusammen. So, ist hier was? Nö, doch. Mann, voll Camouflage Schatz. So, hier ist noch was, da ist ein Gegner. Ich habe es gar nicht geguckt, was ich bekommen habe. Ja, hier werde ich ein bisschen drin hocken. Ja, zum Glück haben wir Wochenende. Und ich habe ja auch nichts anderes zu tun. Geil. Nein! Na warte du kleiner. Zack. Was bist du für ein Viech? Silberbakura. 24.000. So.
komm her. Haha, au. Haha, ha. Verdammt. Ja, hier könnte ich eigentlich locker das Ding trainieren. Hat geklappt. Der war schon lang, deswegen. Ah, böse Erinnerung. Und ich glaube, der Kampf könnte wieder ein bisschen dauern, ja. Zack. Und Dingens hier. Das hier, glaube ich. Genau. Bringt bestimmt voll. Dem, 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 dem. Hey. Nein, Jude. Mein Gott, wie wenig HP wir und wie oft ich jetzt schon mein Gott gesagt habe. Mein Gott, ey. Ja, ist gut. Mann, soll es um mich angreifen, damit ich hier ausweichen kann. Klappt nicht. Warte mal. Ich habe gar nichts eingesetzt. Boah. Wie schnell sie wieder am Boden war. Jawohl, nichts getroffen. Ja, ich glaube, dem Part hier sind wir schon mal beschäftigt. Au, au, au. Glaub, Spinne. Glaub, Spinne. Ja, ich möchte ja mal diesen Part noch schaffen. Damit er klar ist. Zack. Und wehe, du gibst nicht viel Erfahrungspunkte. So, mal den Angriff, der ist genauso treffsicher. Vom Wegen. Solange du normal nur angreifst, ist ja kein Problem eigentlich. Ey, ich bin doch voll ausgewichen. Warte mal, Clown. Leia. Du kannst aber bestimmt was klauen, ne? Mann. Man kann so mal. Kannst du mal stehen bleiben? Warte mal, bist du gegen schwach? Nee, du bist resistent. Dann leck mich doch. Komm, klau irgendwas leer. Klau irgendwas leer. Mila, hast du ein Dingens hier? Donnerklinge. Ich hatte einen Moment vergessen, wie man die Charaktere wechselt. Entschuldigung. So. Und. Wow, what the fuck? Oh, 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 oh. So, komm, Jude. Wenn du wohl irgendwie was verbinden können. Nein, jetzt habe ich keine TP. Ich halte es nicht aus. So, und jetzt. Wie, das bringt es nicht. Ich treffe den noch nicht mal. Nee, das bringt es nicht. What the heck? Fuck the dick shizzle. Ja, und mehr passiert ja nicht mehr in dem Part. Und das Viecher plätten, weh, das gibt keine Batzen Erfahrungspunkte oder ein Batzen Geld. Ja, wenigstens sterben wir ja nicht. Einfach draufhauen, einfach draufhauen, einfach draufhauen. Die Arkanenart, sie sind aber auch richtig heftig. Mann, ab hier. Warte mal. Schaden. So. Jawohl, geil. Dumm, dumm, dumm. Da gibt nicht mehr Angriffspunkte, ne? Wenn mich nicht jeder Angriff hier. Oh Gott. Elise.
Das ist keine TP. Ihr setzt euch automatisch in Items nicht ein aus irgendeinem Grund. Kannst ruhig wieder auf mich losgehen. Mann. Komm schon. Ihr könnt auch ruhig verbundenen Arzt von selber einsetzen, wenn er rollt. Aber ich weiß gar nicht, klappt. Weiß man ja nicht. Ich habe noch nie darauf geachtet. So, komm auf mich los. Wie kein Angriff hier irgendwas bringt. Ich habe noch mehr Angriffe. Ja, genau diesen Angriff zum Beispiel. Ja, und vielleicht tot. Gut. Zack. Und zack. Ja. 5000 Erfahrungspunkte. Ich hätte sehr viel mehr erwartet, aber okay. Okay, alle haben Level Up. Also, 3. Und Elise Malaya, gut. Wir haben schon mal alle Liebe-Titel, sag ich mal. Das heißt, darauf muss ich jetzt nicht mehr so achten. Das heißt, ich kann verbinden, wen ich will. Das kann er wieder machen. Ich habe hier angefangen, also denke ich mal, hier geht's weiter. Luftabwehr. So, wo ist das Schlüssel? Nee, den Schlüssel, den haben wir. Dunkelschutz, sichere Landung, Vitalität, Beweglichkeit. Schutz gegen Dunkelheit, ich weiß nicht. Haben wir nicht schon 3? Resistent gegen Feuer. Ja, Feuer kommt öfter vor. Behaupte ich jetzt mal. Wenn das nicht stimmt, dann stimmt's nicht. Psyche. Achso, okay. So, hier machen wir. Und hier. Und hier. Stärke 2. So, wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Hier ist eine Art Schnelligkeit. Überbrückt die Bewegungsgeschwindigkeit. Machen wir Stärke. Das ist wichtiger. So, Schlüssel. Hackdüssel, Verschüssel. So. Wunderbar. Und jetzt haben wir wieder diese Dinger. So, wo haben wir FP? Intelligenz, ach. Stärke, ja, das war irgendwie klar. Njom. Illusionsschritt, ja. Kann Elvi natürlich am besten geworfen werden, allen, weil er ja so voll schnell angreift und mit seiner Eleganz kämpft. So, aber ich würde sagen, ich beende die Part hier und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.